vier Buchstaben, die selbst Piraten in den Wahnsinn treiben, oder auch vier Buchstaben, weswegen Clubs Angst haben, dass sie ihre Diskotheken im nächsten Jahr schließen müssen. Und auch nicht zuletzt YouTuber werden hin und wieder mit der GEMA konfrontiert, wenn mal wieder ein Musikvideo gesperrt ist, was sie sich angucken wollten. Ich bin Klaus von musiktraining.de und freue mich sehr darüber, dass ich Peter Hempel von der GEMA heute zugeschaltet habe, der mir mal ganz viele Fragen beantworten kann und auch ganz viele Vorurteile aus der Welt schaffen kann. Ich bin halt auch Künstler, ich kenne mich überhaupt nicht gut aus und bin auch, was jetzt diese juristische Dimension angeht, nicht besonders ambitioniert. Deswegen, hallo Peter, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich über die Möglichkeit, über die Arbeit der GEMA aufzuklären. Das ist schön. Erzähl doch mal kurz, was du bei der GEMA machst. Also ich bin eigentlich als Redakteur eingestellt bei der GEMA, betreue dann den E-Mail-Newsletter und unser Mitgliedermagazin und unsere Webseiten und habe allerdings einen IT-Hintergrund, von daher kenne ich mich auch ganz gut mit den Online- und IT-Themen aus, die die GEMA in letzter Zeit so an den Start gebracht hat. Okay, jetzt hat ja die GEMA bei YouTube einen unheimlich schlechten Ruf. Kaum jemand weiß eigentlich, was die GEMA ist. Alle wissen nur, dass sie die hassen. Erzähl doch mal, was macht die GEMA und warum gibt's sie? Also die GEMA ist ein wirtschaftlicher Verein. Das heißt, wir sind über das Vereinsrecht organisiert und das Sagen haben unsere knapp 65.000 Mitglieder. Das sind die Urheber, also Musikurheber in Deutschland. Das sind Textdichter, das sind Komponisten, das sind aber auch Verleger. Die vertreten wir, beziehungsweise die beauftragen uns einfach mit der Wahrnehmung der sich aus dem Urheberrecht ergebenden Vergütungsansprüche. Das heißt also, wenn man es ganz aufs Wesentliche reduzieren will, ist die GEMA ein Inkasso-Verein. Also quasi, wir nehmen die Gelder von unseren Mitgliedern ein. Wir haben dafür Bezirksdirektionen, die zum Beispiel sich um die Abrechnung von Veranstaltungen kümmern. Wir haben aber auch unsere beiden Generaldirektionen, wo dann Leute sitzen, die sich mit der Industrie auseinandersetzen. Also zum Beispiel eine Direktion, die sich nur um Online-Themen kümmert und so weiter. Wir nehmen diese Gelder ein und verteilen sie dann an unsere Mitglieder, je nachdem, also an die Berechtigten sozusagen. Das heißt also, es kriegt immer der das Geld, dessen Werke auch gespielt werden. Und ja, wir nehmen Gelder ein und verteilen sie an unsere Mitglieder. Mhm. So, das heißt also, die GEMA schließt Verträge mit allen möglichen Firmen, die irgendwie die GEMA-lizenzierte Musik eben irgendwie zugänglich machen möchte, unter anderem eben YouTube. So, aber irgendwie klappt das nicht so richtig mit den Verträgen, ne? Was ist denn da los? Warum klappt das mit YouTube nicht? Also da fange ich am besten mal von ganz von vorne an. YouTube kam im Jahr 2007 auf die GEMA zu und hat den Deutschlandstart quasi geplant. Und wollte deswegen die Urheber auch angemessen beteiligen und hat deswegen einen Vertrag mit uns geschlossen. Also wir hatten schon mal einen Vertrag von 2007 bis 2009. Das war so ein Modellversuch, sage ich mal, weil YouTube eben einer der größten Anbieter, der auf dem Markt ist und das in Deutschland eben quasi erstmal an den Start gebracht hat, wollten wir dem nicht im Weg stehen und haben einen relativ pauschalen Vertrag abgeschlossen, der eben YouTube einfach mal ermöglicht hat, in Deutschland zu starten. Und dann wollte man eben gucken, wie sich das entwickelt. Und um dann in den Folgeverträgen gegebenenfalls leichte Anpassungen vorzunehmen. Mhm. Und das lief dann bis 2009, diese Vereinbarung. Dann ging es um das Nachverhandeln. Und das hat sich eben von 2009 bis 2010 ereignislos oder beziehungsweise ergebnislos hingezogen. Und also nach über einem Jahr hat dann die GEMA sich entschlossen dazu, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil man ist einfach nicht zusammengekommen und hat dann eben den juristischen Weg eingeschlagen. Das ist eigentlich jetzt noch nicht mal so quasi an den Interessen von YouTube vorbei, weil normalerweise werden solche Gerichtsverfahren auch mehr oder weniger im gegenseitigen Einverständnis angestrebt, weil eben dadurch einfach eine neutrale Stelle die Situation beurteilt und man auch in die festgefahrensten Verhandlungen so normalerweise nochmal einen neuen Schwung reinkriegt. Nur bei YouTube war es dann eben so, dass YouTube in vorauseilendem Gehorsam oder ich
kann über die Gründe nur spekulieren, angefangen hat, einfach willkürlich Videos zu sperren. Und eben diese Einblendung, die wahrscheinlich jeder kennt, genau, statt des Videos anzuzeigen. Wir haben lediglich in diesem Musterprozess bzw. in diesem Gerichtsverfahren die Sperrung von 12 Werken gefordert. Mhm. Das ist alles, oder das sind die einzigen Sperrungen, die wirklich von uns ausgehen. Alle anderen Sperrungen können sowohl von YouTube selbst ausgehen, können aber auch andere Rechteinhaber sperren, also zum Beispiel Verlage oder Labels. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Labels sperren nämlich auch Musikvideos, weil die einfach Leistungsschutzrechte an der Musik haben. Das sind keine richtigen Urheberrechte, sondern das sind sogenannte verwandte Schutzrechte. Das Leistungsschutzrecht ist zum Beispiel das, was dem Label ermöglicht, durch den Verkauf und die Verbreitung von Musikvideo oder von dem Musikstück auf CD oder auf Tonträger oder online, eben die Kosten wieder reinzuholen, die durch die Aufnahme entstanden sind. Mhm. Also die hatten ja das Studio angemietet und haben die Tonträgerproduktion bezahlt und so weiter. Und diese Kosten entstehen dem Label und das Label hat deswegen das Recht, auch quasi dieses Musikstück zu monetarisieren. Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum diese YouTube-Videos gesperrt sind und die GEMA an sich sperrt sie eben von sich aus erstmal nicht. Zumindest nicht direkt. Jetzt ist es aber doch so, man muss doch nicht immer direkt gleich vor Gericht gehen. Im Regelfall gibt es doch da diese Schiedsstelle des Bundespatent- und Markenamtes. Warum wird das denn nicht gemacht bei dieser YouTube-Verhandlung? Wir hätten wirklich gerne. Es ist so, dass YouTube sich weigert, sich auf dieses Schiedsstellenverfahren einzulassen. Mhm. Warum? Das heißt, also, kann ich auch nur spekulieren. YouTube fühlt sich nicht lizenzierungspflichtig. Also es geht quasi YouTube um das Grundsätzliche, ob oder ob nicht. Mhm. Und nicht um die Höhe oder die Vergütungs... Vergüten an sich geht es YouTube eben und nicht um die Höhe oder um die Modalitäten. Ja, also Morina Latrach, die Sprecherin von Google, die sagt eben, dass sie YouTube als Hosting-Plattform sieht. Ne? Und die GEMA, die sagt eben, nein, YouTube ist ein Content-Provider. Ne? Genau. Das bedeutet also, die GEMA sagt, YouTube muss sich auch für die Inhalte verantworten. Ist das so richtig? Und YouTube sagt letztendlich, ach ja, wir stellen ja nur die Infrastruktur und dementsprechend wissen wir ja gar nicht, was die Nutzer hochladen, beziehungsweise wir wissen ja auch gar nicht, ob die überhaupt Werbung schalten und ob wir überhaupt daran etwas verdienen. Das stellen sie ja praktisch ihren Usern frei. Das ist ja quasi das Geschäftsmodell von YouTube. Ne? Jetzt gibt es aus meiner Sicht zwei Sachen, die jetzt ganz klare Konflikte darstellen. Einmal die Stillschweigevereinbarung, auf die YouTube besteht. Warum möchte die GEMA das nicht? Die GEMA kann das nicht mehr. Das ist einfach so. Es hat auch etwas mit dem Urheberrecht zu tun. Und zwar gibt es da eine Regelung, dass wenn mit einem großen Nutzer oder mit einem großen Nutzerverband ein solcher Vertrag abgeschlossen wird, dann hat der normalerweise Konditionen, die etwas anders sind oder leicht angepasst sind im Vergleich zu den veröffentlichten Tarifen. In diesen Fällen sind wir dann allerdings dazu gezwungen, alle anderen Lizenznehmer gleich zu behandeln. Das heißt, wir müssen die Inhalte bzw. die Details aus diesem einen Vertrag, den wir geschlossen haben, veröffentlichen, damit sie auch für alle anderen gelten. Und das ist eben mit einem NDA nicht möglich. Das heißt also, wir könnten uns nicht gesetzeskonform verhalten, indem wir allen anderen Anbietern, also zum Beispiel MyVideo oder Vimeo, indem wir denen dieselben Konditionen anbieten, würden wir entweder vertragsbrüchig mit YouTube, was die NDA angeht oder was das NDA angeht, oder wir würden uns, wie gesagt, nicht gesetzeskonform verhalten, indem wir alle Lizenznehmer gleich behandeln. Und warum ging das von 2007 bis 2009? Weil das ein Start-up-Vertrag war, beziehungsweise ein eben Einführungsszenario, was man quasi nur auf andere Marktteilnehmer, die quasi gerade starten, anwendet. Also das ist dann nochmal was anderes. Und da sind auch die Möglichkeiten individueller. Also man hat mehr Möglichkeiten, das
da individuell auf den Lizenznehmer zuzugehen. Okay, und jetzt mit MyVideo und Vimeo, was du schon angesprochen hast, gibt es da Lizenzvereinbarungen? Da gibt es meines Wissens nach Verhandlungen, die kurz vor dem Abschluss stehen. Aha, und seit wann sind diese Verhandlungen schon am Laufen? Eigentlich auch schon seit Marktstart. Wir haben ja im Jahre 2011 oder beziehungsweise im Dezember 2011 erst die neuen Tarife veröffentlicht. Ja. Also das ist ein, ich sage es mal in nett, es ist ein aktiver Prozess, der ja ständig Umbrüche mit sich bringt und von daher ziehen sich solche Verhandlungen auch normalerweise ziemlich lange hin. Aber so, da gibt es aber dann eben noch keine Klage, weil die irgendwie ein bisschen netter mit sich verhandeln lassen als YouTube. Die haben eben nicht dieses grundsätzlich oder stellen nicht grundsätzlich ihre Lizenzierungspflicht in Frage. Mhm. Es ist einfach, die sehen ein, dass sie lizenzierungspflichtig oder beziehungsweise sehen das genauso, dass sie lizenzierungspflichtig sind. Aha. Da geht es dann um andere Inhalte des Vertrags beziehungsweise Details. Ist denn vielleicht auch ein anderer Bestandteil der, dass die GEMA sich gerne pro Abruf bezahlen lassen, vergüten möchte und eben, also YouTube sagt eben, setzt dann eben entgegen, nein, das können wir ja gar nicht, das ist gar nicht vereinbar, weil wir das gar nicht kalkulieren können. Also wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld wir einnehmen pro Clip. Vielleicht ja auch gar nichts. Die GEMA will sich ja, das ist ja nur eine Mindestvergütung, die pro Klick oder die beziehungsweise den Stream beziehungsweise den Klick tatsächlich noch als Kenngröße hat. Der Rest richtet sich ja prozentuell an den Umsätzen, die im Umfeld der Musiknutzung eben generiert werden. Das heißt also, das ist eigentlich ein prozentueller Anteil, so wie YouTube das auch eigentlich gut findet, beziehungsweise damit wäre YouTube d'accord. Nur, dass wir noch eine Mindestvergütung eingeführt haben, weil wir eben nicht das Geschäftsmodell bzw. das Risiko des Geschäftsmodells auf unsere Mitglieder abgewälzt sehen wollen. Also wenn man eben keine Mindestvergütung hat, dann kann man ja sagen, ja okay, dann schalten wir gar keine Werbung mehr und dann werden eben gar keine Umsätze mehr generiert. Also das würde quasi, es muss eine gewisse Mindestvergütung geben, ansonsten ist das zu riskant, also beziehungsweise ansonsten tragen eben die Musikurheber den wirklich das Risiko des wirtschaftlichen Erfolgs von einer Videoplattform. Das ist irgendwie, das sind völlig die Falschen. Ja, okay, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Okay, so, Gerichtsverhandlungen, Berufung, was weiß ich, nächste Instanz, irgendwann geht es dann wahrscheinlich zum Bundesgerichtshof, also es kann sich ja noch wirklich munter hinziehen. Leider, so, ja. Genau, und Morina Latrach sagt jetzt, ja, die GEMA zieht das Ganze als Musterverfahren durch mit diesen 12 Titeln, bla bla bla. Und das kann eben unkalkulierbares Risiko für uns sein. Also angenommen, GEMA sei ein Content-Provider, dann kämen gigantische Kosten auf YouTube zu, wenn sie eben diese Sperrungen nicht machen würden. Ich geb dir völlig recht, dass die Formulierung total irreführend ist. Also viel fairer wäre es zu sagen, YouTube und GEMA konnten sich bisher noch nicht einigen, deswegen ist das Video gesperrt. So, Das wäre perfekt. Das wäre irgendwie eine faire Sache, aber eben YouTube sagt eben, naja, das Risiko ist für uns unkalkulierbar und deswegen sind wir gezwungen, diese Sperrung zu machen. Kannst du das nachvollziehen? Auch das wäre eine schöne Einblendung. Oder so. Das würde zumindest mehr der Wahrheit entsprechen, als das, was da momentan zu sehen ist. Ich sehe das Risiko nicht, ehrlich gesagt, weil wenn es jetzt tatsächlich bei diesem ersten Gerichtsurteil geblieben wäre, beziehungsweise bei der Entscheidung, wäre YouTube ja zum Beispiel nicht schadensersatzpflichtig. Ja, das wäre dann diese Störerhaftung, ne? Genau, richtig. Das heißt also, wir hätten keinerlei Ansprüche und würden auch nicht versuchen, die geltend zu machen, was Schadensersatz angeht. Ja. Deswegen halte ich das für ein bisschen übertriebenen, vorauseilenden Gehorsam, jetzt da willkürlich Videos zu sperren. Vor allem, weil A, nicht mal alle Musikvideos gesperrt sind und B, nicht mal nur Videos gesperrt sind, die Musik enthalten. Also, wenn, dann richtig. Da sind wir bei einer lustigen Frage. Danke übrigens für die ganzen Fragen, die ihr mir geschickt habt. Das sind ungefähr 150 Fragen oder so gewesen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe mal auch so 20 zusammengestellt und eine lese ich jetzt gerne mal vor von Henning über Facebook. Wieso durften die Ärzte ihr komplettes Album auf YouTube in voller Länge hochladen und wieso wurden Videos von Deichkind gesperrt? Gibt es da verschiedene Verträge? Wir, das können wir nicht beeinflussen. Wie gesagt, wir haben keinen Einfluss auf die Videosperrung. Wir wissen nicht, ob es da vielleicht irgendwelche Vereinbarungen oder Absprachen mit YouTube gibt. Das müsste man tatsächlich bei YouTube in Erfahrung bringen. Wir wissen es nicht. Und
es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Bei der GEMA kann man zum Beispiel seine Online-Rechte oder beziehungsweise die Online-Sparte aus der Wahrnehmung ausklammern. Ja. Darüber kann ich allerdings nur spekulieren und außerdem würden wir solche Daten auch nicht rausgeben von unseren Mitgliedern. Ja. Also wir würden das nicht bestätigen oder dementieren. Dass ich das richtig verstehe, angenommen die Ärzte sagen jetzt, okay, die Online-Sparte nehmen wir von der GEMA raus, das bedeutet dann, wenn die Ärzte wollen, dass ihr Album bei iTunes ist, dann müssen sie mit iTunes eben direkt verhandeln und mit YouTube direkt und mit SimFi und diese ganzen Plattformen. Das würde normalerweise eben über diese ganzen GEMA-Verträge quasi automatisch laufen. Und wenn man jetzt sagt, Online-Sparte machen wir selber, dann muss man das eben machen. Dann muss man sich selbst drum kümmern, hat aber eben auch die Freiheit, sich selbst die Verträge auszuhandeln. Also bei uns ist ja immer wir müssen alle Lizenznehmer gleich behandeln und wenn man das selbst macht, kann man dann vielleicht auch mal variieren. Also man kann dann zum Beispiel jemandem etwas günstiger anbieten oder so. Ist natürlich vorteilhaft, ist aber auch eine Menge Arbeit. Also es hält sich die Waage, würde ich mal sagen. Man kann ja sogar mehrere Sparten rausnehmen, ne? Muss nicht nur eine sein, ne? Okay, gut. Also, das mit den Ärzten wissen wir nicht so ganz genau, aber man kann darüber natürlich gerne und gut spekulieren. So, das heißt also, um das Ganze zusammenzufassen, das wird jetzt auf jeden Fall mit YouTube noch jahrelang dauern. Und es gibt ja immerhin die Möglichkeit, über irgendwelche, Browser-Plugins wie zum Beispiel Proxtube oder so, sich über andere Länder einzuwählen, das verstößt, soweit ich weiß, nicht gegen deutsches Recht, sondern nur gegen die Community-Richtlinien von YouTube. Von daher, genau, also YouTube sieht das nicht so gerne, aber ja, mein Gott, der Aufwand ist zumindest überschaubar, was eben die User dann anbelangt. Mhm. Alles klar. Gut, so viel zum Thema YouTube. Jetzt würde mich als nächstes mal interessieren, wieso hast du mich eigentlich gestern versetzt?